Wir filmen heute hier mal ganz in der Nachbarschaft und zwar beim neuen Ladepark, den Hansewerk, der Ableger von E.ON Hanse hier, an der A7 Abfahrt Quickborn aufgebaut hat. Und wir haben hier gleich mehrere 22 kW Ladepunkte. 6 Stück haben wir hier mit 12 Anschlüssen. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir hier noch einen Triple Charger mit einmal Typ 2, 43 kW und dann CCS und CHAdeMO jeweils mit 50 kW. Und hier haben wir nochmal einen von den Ultraschnellladesäulen mit 150 kW, jeweils einmal CCS und einmal CHAdeMO. Ja, und den werden wir jetzt auch mal benutzen, weil wir wollen mal gucken, wie unser Zoe denn lädt. Der ist auf 5% runtergefahren, dafür haben wir echt lange gebraucht. Fast 4 Wochen, bis wir das hingekriegt haben, den Akku mal leer zu kriegen, hier im normalen Stadtverkehr. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie der Zoe am Schnelllader hier lädt. So, wir starten jetzt die Ladung. Das Ganze wird vorbereitet mit einem riesen Brimborium und jetzt geht's los und wir gucken mal, wie viel Kilowattstunden wir in welcher Zeit vollkriegen. Schnelllader wechseln, weil da wollte jemand mit dem Ultraschnelllader laden, der es auch konnte, und unser Zoe macht ja nur 50 kW, also sind wir einmal kurz rüber gewechselt an den Triple Charger und machen jetzt hier weiter und müssen dann die Zeit halt ein bisschen aufrechnen. Nach 35 Minuten haben wir genau 50% erreicht bei der Ladung, das sehen wir hier. Bis dahin ist die Ladeleistung konstant bei 45 kW, kleinere Schwankungen nach oben, nach unten, aber 45 kW ist so der Durchschnitt, mit dem das Zoe bis zur Hälfte geladen hat. Und jetzt gucken wir mal an, wie es weitergeht. Den nächsten Boxenstopp machen wir jetzt bei 80%. Das ist die Ladeleistung, wo die meisten sagen, bis dahin noch nicht weiter, dann wird es zu langsam und dann brechen wir das Ganze hier ab. So, und jetzt gucken wir mal wieder in unser Excel-Dokument, wie die Ladekurve inzwischen aussieht. Hier sieht man jetzt sehr schön, bei 50% kommt dann so ein kleiner Knick rein, da geht es runter auf 43, 42, 39 kW Ladeleistung. Dann sinkt die Leistung immer weiter ab. Jetzt sind wir hier bei 30 kW Ladeleistung angekommen. Und ja, wie gesagt, die meisten machen hier einen Cut und fahren dann weiter. Das heißt, mit dem Zoe haben wir dann so ungefähr bei Tempo 130, haben wir dann, naja, annähernd 250 km Reichweite.
Ja, wir laden jetzt aber trotzdem mal weiter, weil wir uns das noch zu Ende ansehen wollen. So, jetzt sind wir bei 90% angekommen und jetzt wollen wir euch auch nicht weiter quälen mit Ladebalken, sondern wir gehen jetzt nochmal in unsere Excel-Tabelle und gucken uns jetzt das endgültige Ergebnis nochmal an. So, jetzt haben wir hier einmal die komplette Ladekurve und man sieht hier bei 90% geht dann die Spreizung so weit auseinander, dass dann die Reichweite, die man nachlädt, mit der Zeit in keiner Relation mehr steht und das ist bei uns so der Punkt, bis wohin wir immer laden, bis 90% und nicht wie andere hier schon bei 80%. Die Spreizung geht halt hier noch moderat auseinander. Wir sind hier noch bei 25 kW bei 90% und das finde ich in Ordnung noch zum Laden. Da hole ich mir noch ein paar Kilometer mehr raus, so 30, 40 vielleicht. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir abstöpseln. Die letzten 10% tun wir uns auch nicht mehr an, weil das macht auch überhaupt keinen Sinn mehr, wie man hier sieht. Das dauert dann alles viel zu lange. Ja, und so kommen wir dann auch annähernd 250 bis 300 Kilometer, eher an die 300 Kilometer weit mit 90% Akkuladung. Und ich denke, das ist eine gute Reiseentfernung, die man hat. Dann ist bei uns auch eigentlich eine Pause wieder notwendig. Dann tut der Rücken weh, dieses, jenes, irgendwas ist immer. Und nach 3 Stunden oder eher noch mehr als 3 Stunden, die wir dafür brauchen für die 300 Kilometer, fahren wir dann wieder ran und laden dann wieder für eine gute Stunde auf. Wie man hier sieht, 72,5 Minuten, also ein Viertelstunden etwa, dauert es bis 90%. Das sind dann nochmal diese 10 Minuten, 11 Minuten, die man hier von 80 bis 90% hat. Die nehmen wir meistens noch mit. Entspannte Pause machen und dann geht es weiter auf die Reise. Ja, das war es soweit zur Ladekurve des neuen Zoe. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter, wenn ihr euch ein Zoe zulegen wollt, dass ihr ein bisschen plant, wie ihr das macht. Ob ihr bis 80 oder bis 90% ladet oder gar bis 100%, soll es ja auch geben. Müsst ihr dann selber gucken. Jetzt habt ihr aber ungefähr einen Eindruck davon, wie die Ladekurve verläuft und was für eine Zeit man dann dafür einrechnen muss. Ja, und in dem Sinne sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und gerne bei Gefallen einen Daumen da lassen und abonniert unseren Kanal, kennt ihr ja schon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.